Greifswald TV. Besser lokal informiert. Es ging natürlich um Fußball am Mittwochabend in der Stadthalle. Rainer Kallmund war jahrelang Manager des Bundesligavereins Bayer Leverkusen. 2004 endete seine Managerkarriere. Doch zur Ruhe setzen kam nicht in Frage. Auch als Medienprofi weiß Rainer Kallmund, worauf es beim Erfolg ankommt. In seinem Vortrag stellt er die Frage, ob man Fußball und Wirtschaft vergleichen kann. In der Wirtschaft brauchst du Erfolg, das heißt Umsatz und Gewinne. Brauchst Vollbeschäftigung. Wenn dir das nicht gelingt, als Unternehmenschef, als Geschäftsführer, da gibt es irgendwann die Briefmarke auf den Arsch. Im Fußball ist das ähnlich. Du brauchst Punkte, du brauchst die erwarteten Tabellenplätze. Wenn du den Erfolg nicht hast, gibt es auch die Briefmarke auf den Arsch. Engagement für die eigene Sache steht im Vordergrund, ob in der Wirtschaft oder im Fußball. Mit seiner bekannt lockeren Art und den ein oder anderen Anekdoten aus seinem Leben überzeugte Rainer Kallmund das Greifswalder Publikum. Dann geht es noch ab zum Metzger, ich will ja eure Wurst drauf haben. Der schießt da hinten raus. Kallmund, ihr Arschlöcher, ihr Penner, hier ist meine Jahreskarte, Feierabend, ich hab die Schnauze voll. Ne? Da geht's dann richtig zusammen. Auf eine gute Stimmung kommt es auch bei einem Fußballspiel oder im Unternehmen an. Stimmung ist ganz entscheidend. Wissen Sie, der Ludwig Erhard, das war ein Bundeskanzler, damals in der Bundesrepublik Deutschland, auch der erste Wirtschaftsminister vorher, der für dieses Wirtschaftswunder gesorgt hat, und der mir sagt, das ganz Entscheidende für eine erfolgreiche Wirtschaft ist die Stimmung. Der hat behauptet, 80% hängt von der Stimmung ab, wenn man von einer guten Volkswirtschaft oder auch Betriebswirtschaft spricht. Später gab es große amerikanische, englische Wirtschaftswissenschaftler, die haben gesagt, nee, das stimmt nicht, was der Erhard sagt. 90% hängt von der Stimmung ab. Erfolg in der Wirtschaft, Erfolg im Sport. Wer an die Spitze will, muss einige Dinge mitbringen. Die richtigen Tipps für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatte Rainer Kallmund ebenfalls parat. Ja, man muss so Kompetenz haben. Sicherlich Bildung, Ausbildung, danach kommt Know-how, danach kommt Erfahrung. Aber es nützt alles nichts. Also eine intelligente Schlaftablette wird nichts bewegen können. Also da sind wir bei der Abteilung Leidenschaft. Und ich kenne auch jede Menge sehr, sehr gute, erfolgreiche Unternehmer, die vielleicht nicht so von zu Hause aus gefördert worden sind oder gefördert werden konnten oder vielleicht auch ein Gramm Gehirn weniger hatten, aber die Leidenschaft hatten. Mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg. Danach lebt und arbeitet Rainer Kallmund. Diese Formel erklärte er anhand von ehemaligen Fußballprofis. Mit Hilfe aus dem Publikum schätzte er die Ex-Profi-Kicker ein. Welche Note? Für Teamgeist? Eine 4. Herr Diebeis, Katzenbeiß, eine 4. Ob Unternehmer, Mieter, Sportler oder Studenten, für jeden war bei Kallis Vortrag etwas dabei. Bei der abschließenden Fragerunde wurde Kallmund nicht geschont. Guten Tag, wie viel Kilo wiegen Sie? Du bist aber ganz schön erschreckt. Viele Kilos, aber umso mehr unterhaltsame Geschichten brachte Rainer Kallmund mit nach Greifswald. Fußball oder Wirtschaft, jeder konnte für sich so manche kallmundsche Weisheit mit nach Hause nehmen.